Ein Öldepot brennt in Zhytomyr, 100 Kilometer westlich von Kiew. Der ukrainische Katastrophenschutz macht russische Luftangriffe dafür verantwortlich. Auch im Süden der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Ein zerstörter Wohnblock in der Schwarzmeerstadt Mykolaiv. Ein Augenzeuge filmt und kommentiert seine eigenen Bilder. Diese Schweinehunde. Wir zeigen mal diesen ganzen Wahnsinn hier. Die Fenster sind alle rausgeflogen, Fenster und Türen. Unterdessen hat Russland für heute Morgen in 5 ukrainischen Städten erneut eine Feuerpause angeboten, um Fluchtkorridore zu schaffen. Allerdings sollen sie, wie schon gestern, größtenteils in Russland oder Belarus enden, also in den Ländern, aus denen die russische Armee in die Ukraine einmarschiert war. Der ukrainische Präsident nennt solche Fluchtkorridore gestern Abend wörtlich blanken Zynismus und Propaganda und kündigt an: Ich bleibe hier in Kiew, in der Bankower Straße. Ich verstecke mich nicht. Und ich habe keine Angst vor irgendjemanden, solange es nötig ist, um diesen Krieg zu gewinnen, unseren nationalen Krieg. Er bleibt, viele wollen raus aus der Hauptstadt. Ein völlig überfüllter Bahnhof in Kiew. Viele Menschen fürchten, dass die russischen Truppen die ukrainische Hauptstadt bald einnehmen könnten. Und Stefan Stuchlik in Berlin. Mit Ihnen möchten wir jetzt darüber reden. Lassen Sie uns doch zunächst aber über ein Video sprechen, das der ukrainische Präsident Selenskyj veröffentlicht hat. Darin hält er das Handy, sein eigenes Handy, aus dem Fenster, zeigt Kiew bei Nacht und sagt sogar, in welcher Straße er sich selbst befindet. Warum? Warum verrät er seinen Aufenthaltsort? Es ist ein ganz klares Signal natürlich an seine Bevölkerung. Also ich haue hier, so hat er das ja wörtlich gesagt, ich haue hier nicht ab, ich bleibe hier bis zum letzten Atemzug. Auch das sehr patriotische Worte. Und man muss natürlich auch sehen, wir erleben ja gerade einen Krieg der Bilder. Und der Unterschied zwischen der russischen Bildsprache und der ukrainischen ist ja ein ganz gewaltiger. Also Selenskyj, das darf man ja nie vergessen, ist ein Schauspieler, der auch mit der gesamten Social-Media-Kampagne rund um seine Serie Slucha Narodu, also Diener des Volkes, sehr, sehr bekannt geworden ist. Und er setzt auf einen Videotyp, der auf Russisch Banastayashimo heißt. Also das heißt, das muss alles so möglich, so echt wie möglich aussehen. Es darf also auf keinen Fall irgendwie auch der Eindruck entstehen, da wäre was geschnitten oder manipuliert. Wir können das ja gerne vergleichen mit den letzten Bildern, die wir von Putin kennen, wo er mit den Aeroflot-Mitarbeiterinnen am Tisch sitzt. Da haben ja relativ viele Menschen im Internet schon vermutet, der wäre da eigentlich nur reinkopiert worden. Das ist eine Komplettinszenierung gewesen. Also wir haben im Prinzip den ukrainischen Präsidenten, der signalisiert, ich gehe hier nicht aus der belagerten Stadt Kiew raus. Und auf der anderen Seite den russischen Präsidenten, der seine politischen Vorträge für Aeroflot-Mitarbeiterinnen hält. Ich glaube, größer könnte der Kontrast nie sein. Sie sind nun ausgewiesener Russland-Kenner, haben ja auch lange aus dem Land berichtet. Wie schätzen Sie denn die militärische Strategie Putins ein? Dieses Einkesseln von Städten, was wir da erleben, Fluchtkorridore anbieten, um danach bombardieren zu können. Das Ganze kennen wir doch aus Aleppo und Grozny schon. So ist es. Man muss vorsichtig sein, wenn man jetzt interpretieren will, was die russischen Generäle vorhaben. Aber es sieht eigentlich alles so aus, als würde sich ein bekanntes Muster, ein sehr zynisches Muster wiederholen. Man würde also versuchen, die großen Städte, in unserem Fall in der Ukraine wären das Kharkiv, Mariupol und Kiew, erst einmal zu evakuieren, also die Frauen und Kinder rauszuholen, um danach mit umso größerer Härte und Brutalität die Städte dann anzugreifen, ohne Rücksicht zu nehmen auf mögliche Zivilbevölkerung. Das gibt, ich sage es mal so zynisch, auch das habe ich aus einer russischen Nachrichtensendung gelernt, das gibt unschöne Bilder. Wir wissen nicht, ob das wirklich die Taktik ist, aber es sieht alles danach aus. Auch die Frage, wo die Artillerie platziert ist, würde dazu passen. Ich hoffe natürlich irgendwie als Mensch, dass es nicht dazu kommt, aber ich fürchte, es könnten sich die Muster von Aleppo etc. wiederholen. Nun gab es ja trotz allem gestern Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Und es soll auch wieder welche geben, dann sogar auf Ministerebene zwischen Lavrov und Kuleba, den Außenministern. Was ist davon denn zu erwarten? Ich bin da ehrlich gesagt
sehr, sehr ohne Erwartung, wenn ich mir diese Verhandlungen angucke. Man muss ja erst mal sehen, die finden auf dem Boden eines Staates statt, der Russland quasi dem russischen Militär seine ganzen Grenzen geöffnet hat. Die finden auf dem Boden von Belarus statt. Das andere ist, die beiden Verhandlungspositionen, die Grundverhandlungspositionen, liegen so weit auseinander. Das heißt, da hat man auf der einen Seite die russische Seite, die mehr oder weniger eine komplette Kapitulation fordert, und auf der anderen Seite die ukrainische Seite, die Rückgabe der Krim und der Ostukraine haben will. Dass man sich da natürlich auf gar keinen Fall einigen kann, das scheint mir von vornherein klar zu sein. Worüber man redet, das sind möglicherweise die Fragen, kriegt man die Zivilbevölkerung aus diesen Ecken raus? Nur auch da sind die Fronten, also die Unterhaltungsfronten, die Verhandlungsfronten so weit auseinander, dass ich mir eigentlich nur vorstellen kann, ich bitte das jetzt zu entschuldigen, wenn ich so zynisch sage, dass man eigentlich für die Fernsehkameras beider Seiten verhandelt. Vernünftigerweise und mit mehr Erfolg scheint mir doch zu sein, dass sich die Außenminister von Russland und der Ukraine jetzt am Donnerstag in der Türkei treffen werden. Das sind Menschen, die haben Verhandlungsmandat. Man weiß bei den Leuten, die in Belarus verhandeln, gar nicht, wie weit dürfen die eigentlich von ihren Regierungen aus gehen. Verhärtet sind ja auch die Fronten zwischen dem Westen und Putin. Nun droht der russische Präsident damit, die Gaslieferungen nach Europa über die Nord Stream 1 einzustellen. Wie ernstzunehmend ist das denn in Anbetracht dessen, dass ja Russland damit Geld verdient, gerade in Zeiten von Sanktionen? Ich glaube, man muss sich so ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass Russland jetzt wirklich auf Geld angewiesen ist. Selbstverständlich. Das sind dreistellige Millionenbeträge, die da jeden Tag für die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 nach Russland gehen. Nur ich glaube nicht, dass das im Interesse bzw. im Kalkül des Kreml ist. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen wird, oh Gott, dann verdienen wir kein Geld mehr, sondern es wird jetzt erst einmal darum gehen, so höre ich auch aus allem, was ich im russischen Fernsehen sehe, diesen Feldzug, wie er genannt wird, diese Denazifizierung, wie die Russen das nennen, der Ukraine fertigzustellen. Und bei Nord Stream 1 muss man sagen, wenn da der Vize-Regierungschef Novak rausgeht und sowas tut, dann ist es ein altbekanntes Muster. Also es kommen am Anfang irgendwie ganz kleine, sage ich mal, politische Figuren in Russland, die sagen, lass uns mal drüber nachdenken. Dann geht es langsam nach oben bis zu einer Schwelle, wo der Westen dann darauf aufmerksam wird, in unserem Fall der Vize-Regierungschef. Man guckt, wie der Westen reagiert und entscheidet dann über die nächsten Schritte. Dass es für Russland natürlich langfristig auch ein großer Schaden wäre, das steht außer Frage. Das weiß man natürlich auch im Kreml. Ich glaube aber nur, dass im Moment natürlich die gesamten strategischen Überlegungen davon überhaupt keine Kenntnis nehmen. Stefan Stuchlik in Köln, Dankeschön.